Lieben, ich mache ein kleines Video für euch, wie man richtig gut vernäht. Die Frage kommt immer wieder und bei dem Design von mir, dem Wendinger Sweater Light oder auch dem Wendinger Sweater, der heißt ja Wendinger, weil man ihn wenden kann auf sowohl als links sieht er richtig, richtig cool aus, als auch auf rechts. Und ich setze meine Fäden immer so an, dass ich es einfach hängen lasse und dann mit dem neuen Garn einfach weiter stricke. Und dann hängen hier die Fäden so rum. Und ich zeige euch jetzt, wie ich solche Fäden unauffällig vernähe, so dass man es einfach nicht sieht und es auf beiden Seiten schön aussieht. Also wichtig ist, dass man jedes Fädchen alleine für sich vernäht. Also wenn jetzt nicht so das doppelt wegwursteln. Und wir nehmen also nur einen Faden und dann muss man, also auf jeden Fall würde ich ihn trotzdem auf links vernähen und nicht auf rechts, und dann muss man etwas dem Maschenbild folgen, und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Das ist super einfach und erstmal ist wichtig, dass man richtig reinschlupft, dass man die Hand drunter hat, dass man nicht aus Versehen irgendwie noch ein Stück mit vernäht, das man gar nicht mit vernähen möchte. Also ich gehe mit meiner Hand wirklich jetzt sauber hier drunter. Das ist schon mal Tipp Nummer 1. Und jetzt sehe ich durchs Ansetzen, dass hier nur ein Faden noch da ist. Und das bedeutet, meine Masche hier ist noch nicht komplett. Ich müsste jetzt, hier komme ich raus, und ich müsste jetzt, ich gehe noch mal näher ran und ich stelle auch noch mal etwas schärfer. Wobei das jetzt auch nicht irgendwie viel besser geworden ist, ne? Jetzt hatte ich. Wenn ich diesem Faden folge, also da komme ich heraus und ich folge jetzt diesem Faden, der fehlt, gehe da rein, wo er hätte reingehen müssen, hier rein. Und dann ist es so ein Thema, dann muss man einfach so ein bisschen wissen, wo man hinstechen muss. Man muss nämlich schräg nach unten stechen. Das ist Nummer 1. Dann ist jetzt diese Verbindung hier geschaffen. Und jetzt folge ich diesem Faden weiter. Also der macht einen Bogen oben entlang, geht nach unten und macht wieder einen Bogen hier unten entlang. Jetzt hoffe ich ganz arg, dass man das gut sehen kann. Und dieser Bogen muss wieder ein bisschen schräg da oben hoch. Also das sind eigentlich, das ist immer so eine Handbewegung bei mir. Und jetzt folge ich wieder diesem Bogen. Ich folge dem Bogen, steche hinein und folge dem Faden. Hier sieht man es jetzt ein bisschen besser. Folge dem Faden schräg nach unten. Also ich fahre quasi dieser Masche einfach nur hinterher, so dass man überhaupt nicht sieht, dass irgendwas vernäht ist. Tschück. 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 Und tschück. Und wieder hoch. Das mache ich so ein kleines Stück und ich empfehle euch, den Faden lang zu lassen, bevor ihr es gewaschen habt. Also wenn er gewaschen ist, wird es sich noch ein bisschen ins Gestrick einfügen und danach würde ich es abschneiden. Relativ knapp, damit man es halt nicht sieht. So, und die andere Seite geht ganz genauso. Wir nehmen uns hier den Arbeitsfaden wieder auf die Nadel. Und dann fädel ich wieder meinen hinein, dass ich mit meiner Hand drunter bin. Und auch hier folgen wir diesem Faden. Ich komme hier raus, hier ist mein Startpunkt und ich folge jetzt dieser Masche, die kommt. Ich vernähe nicht nochmal hier rein, weil hier ist es ja natürlich schon dicker durch diesen Faden, sondern ich gehe jetzt genau in die andere Richtung, indem ich dem Faden folge, einsteche und ein Stockwerk tiefer sozusagen schräg nach unten steche. Dann folge ich wieder diesem Bogen,
und komm wieder schräg nach oben. Und diesem Bogen folgen. Wenn man sich noch unsicher ist, kann man auch vorsichtig an den Fäden ziehen, ob die sich bewegen und ob ich dem richtigen Faden folge. Aber so an sich sieht man das auch schon, wenn man ganz genau hinschaut. Am Gestrick kann man es schon gut erkennen. Schwupp, schwupp, schwupp. Und dann, wie gesagt, erst waschen und dann final abschneiden. So, Nummer 1. So sieht es dann aus, ungewaschen. Und man sieht schon, dass das im Gestrick erstmal auffällt, wenn ich an dieser Stelle war und dort stricke. Aber später fällt es eben kaum mehr auf. Und ich zeige euch auch die rechte Seite. Die rechte Seite sieht auch wie unberührt aus. Und so vernähe ich alles. Viel Spaß beim Nachmachen!